Im Musical La La Land träumt Jazzpianist Sebastian davon, einen eigenen Club zu eröffnen. Doch bisher verläuft seine Karriere nicht gerade wie gewünscht. Sie sind gefeuert. Es ist doch Weihnachten. Ja, ich habe die Dekoration gesehen. Viel Glück im neuen Jahr. Arbeitslos, aber voller Hoffnungen trifft Sebastian auf Mia. Auch sie träumt von einer großen Karriere in Los Angeles, allerdings als Schauspielerin. Die beiden lernen sich kennen und lieben. Die Schauspielerin wird von der bezaubernden Emma Stone gespielt, während dem Frauenschwarm Ryan Gosling den Jazzpianisten verkörpert. Er bereut heute, dass er sich nicht schon früher mehr der Musik widmete, wie er uns im Interview verrät. Musical, I guess. Ich habe zwar immer versucht, Instrumente zu spielen, habe mich aber nie so intensiv dem Ganzen gewidmet, wie ich mir das heute wünschte, genauso beim Tanzen. Der Film war daher eine gute Möglichkeit, wieder etwas zu üben und mein Bestes zu geben. Give it my best. Und das mit Erfolg, denn dieses Musical wird als großer Oscar-Favorit gehandelt. Unsere Prognose lautet: La La Land erzählt vor der Kulisse des alten Hollywoods eine moderne Geschichte über Liebe, Wünsche und Enttäuschungen und wird mit einem packenden Soundtrack begeistern. Das gibt 5 von 5 Schirmchen. Das Ganze ist also Konflikt, es ist Kompromiss, das ist wirklich echt aufregend.